Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem kleinen Informationsvideo. Was erwartet uns im Jahre 2023 in Bezug auf den TSV 3? Welche Strecken, welche Fahrzeuge, welche Payware- und Freeware-Hersteller und was auch immer gibt es da, die da irgendwie in irgendeiner Form von Relevanz sind? Darüber sprechen wir heute ein paar Minuten. Und das Wichtigste für mich persönlich zumindest zuallererst, nämlich die Niddertalbahn, gebaut von TSG mit dem Dieseltriebzug der Baureihe 628. Sehen wir hier in diesem Screenshot schon mal angeteasert. Wunderschön sieht das Modell schon mal aus. Was auch direkt auffällt, hier das Bundesbahn-Logo sehen wir dort, also das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, aber endlich jetzt ein weiteres Fahrzeug, mal mit dem Bundesbahn-Logo. Zuvor hat ja die V60 auch schon das Bundesbahn-Logo gehabt. Und was natürlich auch jetzt eine Neuerung ist, in diesem Sinne im TSW, zumindest für deutsche Strecken, ist das Vorhandensein von Formsignalen. Auch die hatten wir vorher bisher nicht gehabt auf deutschen Strecken. Und darauf freue ich mich auch besonders, all diese Signale nicht zu verstehen. Das wird auf jeden Fall ein riesiger Spaß werden. Die Niddertalbahn wird gebaut von TSG, von Transim Germany. Mit von der Partie sind unter anderem auch Lukas und Ed, die ebenfalls für DTG arbeiten, Lukas zumindest, und Ed ist ein Second- bzw. Third-Party, der ebenfalls viele Aufgaben für DTG schon erledigt hat. Entsprechend sind das wirklich drei Leute, die an der Strecke da bauen, die absolute Genies sind, die uns unter anderem Kassel-Würzburg und den ICE-1 beschert haben. Also da kann man nicht viel falsch machen. Die Baureihe 628, das Fahrzeug selbst, wird von TSG gebaut. Also von Mike Golds, und die Strecke wird von Lukas und Ed hauptsächlich gebaut. Da freue ich mich extremst drauf, das wird ein qualitativ hochwertiges Fest. Wir wissen bisher nur von einem einzigen Fahrzeug, ich gehe auch davon aus, dass es wird nur ein Fahrzeug mitgeliefert, zumindest ein neues Fahrzeug. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da irgendwie fahrplanmäßig zumindest irgendwelche Layer haben, dass dort die V60 eventuell rumcruist. N-Wagen könnten wir da möglicherweise auch sehen, das würde auch auf jeden Fall passen, aber irgendwelche anderen Loks, ja, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ob auch noch ein weiteres Fahrzeug mitgeliefert wird, auch das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, das ist vermutlich ein wenig zu viel Arbeit. Auf diese Strecke passt hier übrigens aber auch ganz hervorragend unter anderem die Ludmilla, die ja von TSG gebaut wird. Also möglicherweise vielleicht als Strecken-DLC für diese Strecke. Aber die Ludmilla ist noch weit entfernt, darüber sprechen wir aber auch gleich noch. Ich habe noch ein Foto hier von der Webseite niddertalbahn.de, hier mit dem 628er. Auf der Niddertalbahn, das Foto ist schon recht alt, ist aus dem Jahre 1994, glaube ich. Und da sehen wir auf jeden Fall die 628 hier noch in Produktfarben, in diesem Mintgrün. Und wir bekommen jetzt auch endlich ein Fahrzeug in Mintgrün. Also auf jeden Fall auch ein neues für uns hier im TSW. Hier, das Fahrzeug hat schon die DBAG-Lackierung, beziehungsweise das Logo. Das Fahrzeug im TSW wird allerdings, wie gesagt, das Bundesbahn-Logo haben. Dann gehen wir mal weiter, was noch so angekündigt ist. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Die Class 385, gebaut von Rivet Games. Vermutlich für die Strecke Edinburgh-Waverley nach Glasgow Central Station mit diesem wunderschönen Elektro-Triebfahrzeug. Also wir sehen hier schon mal das Modell, das 3D-Modell vom Fahrzeug. Es sieht wirklich ganz, ganz hervorragend aus. Wo genau das Fahrzeug jetzt hier steht, das lässt sich von dem Screenshot her nicht wirklich ableiten. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz hervorragend aus. Wir gehen mal weiter. Das ist die Strecke von Edinburgh Waverley nach Glasgow Central Station. Hier, das ist dieser dunkle Pfad, der hier eingezeichnet ist. Braucht ungefähr 56 Minuten. Die Strecke führt hier über Falkirk. Hat eine Streckenlänge von ungefähr 80 Kilometern. Ich war auch schon mal auf dieser Strecke 2015, glaube ich, unterwegs. Ich weiß zwar nicht mehr mit welchem Fahrzeug, aber
Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Strecke. Wenn man hier, vor allen Dingen hier, auch wenn man aus Edinburgh rausfährt, aus Edinburgh Waverley, da freue ich mich extremst drauf, weil wenn die das gut umgesetzt haben, das wird grandios aussehen dort in Edinburgh, wenn man dort in den Bahnhof reinfährt bzw. rausfährt. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Glasgow selbst ist jetzt nicht ganz so spektakulär, aber die Strecke an sich ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Dann gehen wir mal weiter, was noch kommt hier. Der Acela Express. Ein Fahrzeug, das sich auch schon ganz, ganz oft gewünscht wurde, gerade von den amerikanischen Fans. Elektro-Triebfahrzeug, schnellster Zug in den USA. Hier für die Strecke Boston Sprinter. Das ist jetzt keine neue Strecke, sondern halt eben ein Lok-DLC für die Rush-Hour-Strecke Boston Sprinter. Hier vorne haben wir halt eben auch noch die MTBTA-Züge. Und ja, ich glaube, dass hier 2023 als Fahrzeugnummer gewählt wurde, das finde ich auch auf jeden Fall ganz nett. Ja, was auch übrigens auffällt hier, das ist ja eine Strecke eigentlich aus TSW 2 und das ist definitiv ja der Himmel, beziehungsweise ja doch, ja eben der Himmel aus TSW 3. Das heißt also, es wird, und das wurde schon jetzt ein, zweimal gesagt seitens DTG, es wird bei einigen Strecken ein bisschen zumindest daran gearbeitet, den TSW 3 Himmel in den TSW, doch den TSW 3 Himmel auf TSW 2 Strecken im TSW 3 zu importieren. Hier noch ein Foto vom Amtrak Acela hier mit der Nummer 2011 Zugnummer. Hat natürlich nichts mit der Jahreszahl eigentlich zu tun. Ja, ein Elektro-Triebfahrzeug gebaut von Alstom zusammen mit Bombardier. Sieht ein bisschen aus wie der TGV, ist auch im Grunde genommen, glaube ich, recht ähnlich, eben auch von der Bauweise. Hier mit so einem Triebkopf einmal vorne, einem Triebkopf einmal hinten. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Gibt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, zu hoffen, nochmal irgendwann einen weiteren französischen Zug zu bekommen. Oder? Also, ich weiß nicht, so ein bisschen mein Gedanke. Also, wer weiß. Aber ich glaube, ich würde ehrlich gesagt nicht erwarten, im Jahr 2023 eine französische Strecke zu bekommen. Das glaube ich nicht. Ja, so viel dazu. Dann gehen wir mal weiter. Und hier ein Gameplay-Expansion-Paket. Das ist keine neue Dampflok, die hier zu sehen ist, sondern das ist eine der beiden Dampfloks aus dem Spirit of Steam Add-on. Wird dann hier praktisch fahrplantechnisch eingesetzt in einer anderen britischen Strecke. Ich glaube, das ist die West Somerset Route, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Don't quote me on that. Was wir auf jeden Fall sehen hier bei der Lok, hier sind so ein paar fancy Farben drumherum. Also hier so ein paar Leuchtstreifen. Sieht irgendwie ganz nett aus. Und was wir auch hier haben, ist auf jeden Fall so ein Namensschild. Das finde ich auch mal sehr, sehr cool. Ja, so viel dazu. Auch das werden wir uns vielleicht angucken. Dann, was noch so in Entwicklung ist, selbstverständlich die Baureihe 420, auch die wird kommen im Jahre 2023 und zwar vermutlich in den ersten 2, 3 Monaten. Ob sie im Januar kommt, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln, aber ich halte Februar für durchaus realistisch, dass wir da endlich mit der Baureihe 420 durch die Gegend cruisen können. Gebaut von TSG, von Trains in Germany. Der hat natürlich sehr, sehr viel zu tun. Hier gerade auch mit der Niddertalbahn und mit der Baureihe 110, die ja gebaut werden musste und. Und das ist ja nur eine Person und eine Person kann sich ja leider nicht aufteilen in mehrere. Was uns auch erwarten wird oder was uns erwartet, ist ebenfalls die vorhin angesprochenen Ludmilla, die Baureihe 232. Hier ein ganz, ganz alter, ganz, ganz altes Bild. Hier steht noch Add-ons für TSW 2, ja, also noch super alt. Hier das 3D-Modell von der Ludmilla. Sie braucht ihre Zeit. Das ist eine sehr komplexe Lok, eine sehr umfangreiche Lok. Und es gibt halt eben viele andere Projekte, die auch gebaut und gemacht werden müssen. Dementsprechend das, ja. Ob die Ludmilla 2023 kommt, Ende 2023 vielleicht. Das halte ich für realistisch, aber so viel früher nicht.
Und noch zum guter Letzt noch einmal ein kleiner Blick auf die December Roadmap. Also was haben wir hier? Holiday Express, das Ganze ist ja schon released worden. Die US-Route, die hier angekündigt ist, von der wissen wir noch nichts, welche das ist. Aber hier US Loco, das wird der Astela Express sein. Route Enhancement Pack für die USA, wissen wir nicht, was das ist. Dann hier UK Route, das ist die Edinburgh Glasgow Strecke. Dann die Route Expansion Pack, das ist das mit der Dampflok gewesen. Dann haben wir hier die German Route Developed by TSG, das ist die Niddertalbahn zusammen mit der 628 und die Baureihe 420 von TSG. Hier die Special Projects, das lasse ich jetzt mal weg. Und was natürlich auch ganz interessant ist, was wir nicht vergessen dürfen, es gibt ja noch weitere Third Parties, es gibt ja auch noch unter anderem Alan Thompson Simulation, der mittlerweile auch in den TSW 3 eingestiegen ist, ob und wann uns da ein DLC erwartet, ob es im Jahre 2023 noch was wird, weiß ich nicht. Vielleicht halte ich, es würde mich aber nicht wundern, wenn erst 2024 irgendwas von ATS kommt. Wen wir dann auch noch als Third Party haben, ist, ich habe den Namen gerade vergessen, von dem asiatischen Third-Party-Developer. Fällt mir gleich wieder ein. Nee, fällt mir doch nicht mehr ein. Also da wird uns auch eine Strecke und ein Zug, mindestens ein Zug, aus China oder Japan erwarten. Auch da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und wir haben nach wie vor immer noch Just Trains, die ja schon, glaube ich, Ende 2021 ihre Involviertheit in den TSW verkündet haben. Ich glaube, das war Dezember 2021, ne? Und von denen haben wir nach wie vor nichts gehört, wissen weder welche Strecke noch welche Lok da in Entwicklung ist. Also man sieht, es zieht sich, es dauert lange, bis man im TSW 3 irgendetwas entwickelt. Tja, so viel dazu. Das erwartet uns alles zum Jahr 2023. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ihr könnt es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen, worauf ihr euch am meisten freut, was ihr euch noch so wünscht für nächstes Jahr. So viel dazu. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss.